Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir 14 Tonnen Neon von Danzig nach Stettin. 335 Kilometer sind es. Wir müssen allerdings noch nach Danzig reinfahren, das sind nochmal 55 Kilometer, um nochmal oben drauf kommen. Und wir bekommen 14.000 für den Auftrag. Und danach geht es halt wieder von. Wenn wir von Stettin aus gucken, was uns denn so an Aufträgen erwarten könnte. Ob es da in Richtung wieder Richtung Norwegen und Skandinavien allgemein geht oder ob es mehr Richtung Süden, Westen, Osten geht, das. Da haben wir alle. Oh Gott. Haben wir jede Menge Möglichkeiten, die uns erwarten können. Aber erstmal fahren wir in Stettin rein und holen uns unseren Auftrag. Ich muss also mal gucken. Sommeranfang war der schon. Ja, der kommt erst noch, ne? Der kommt erst noch. Nächsten Monat. Oder wann kommt dieses Video raus? Vielleicht diesen Monat? Ich glaube, das Video könnte sogar Anfang Juni rauskommen. Fährt irgendwie euer automatisch ein bisschen schneller beim Anfahren. Kommt davon, wenn man dann plötzlich doch nichts mehr hinten dran hat. Und nur noch das Eigengewicht hat. Kommt man natürlich deutlich schneller auf. Zugelassen Höchstgeschwindigkeit.
Dann wollen wir mal den Auftrag annehmen, beziehungsweise den verändern. Vielleicht fahren wir auch mehr als 14 Tonnen Fremdmacher auf. Oh Gott. Nehmen wir mal den Gastank für Oma. 12 Tonnen waren das jetzt, glaube ich, ne? Ja. Dann sind es 12 Tonnen Neon. Dann wollen wir mal wieder über polnische Landstraßen, höchstwahrscheinlich über polnische Landstraßen zurückfahren nach Stettin. Wir sind kurz vor Mitternacht da, genau im Rahmen. Ja, schon die rote Welle, die geht weiter. Ja. Wir müssen uns auf die linke Spur einfädeln, da es dann jetzt wieder ein Stück über die Autobahn geht. Da 335 Kilometer fahren wir jetzt mit Trailer. Quasi denselben Weg zurück. Und lustigerweise wieder eine Nachtfahrt. Jetzt auch nicht mal sondern nicht bremsen können. Oh, ich werde zwar nicht mitten in der Kreuzung gehalten, aber ich hätte vermutlich trotzdem die 580 Dollar, Euro bekommen und Strafe. Wollen wir mal Geschwindigkeit aufbauen, um auf die Autobahn zu kommen? Eigentlich hinten das drauf am Trailer. Nee.
stimmt. Warte. Also wir den Kreis jetzt benutzen, weil mehr oder weniger hier ein skandinavisches Ding. Be part of the story. Hashtag no regrets. Dann, oh Gott, ja gut, wir werden wahrscheinlich gleich eh wieder hier runter fahren von der Autobahn und werden den Rest dann wieder Landstraße fahren. Mit Tempomat 74 ungefähr die Landstraßen meistern. Mal schauen, ob wir überholt werden, ob wir diesmal wieder oder ob wir diesmal vor den Schranken stehen müssen und auf den Zug warten. Mal schauen, die Möglichkeit besteht ja. Da vorne wollen sie scheinbar schon nicht mehr wirklich so schnell. Vielleicht fahren sie hinter dem Kollegen her. Fahren einem Kollegen hinterher, deswegen fahren sie so gemütlich. Dann können wir es ja schon fast auf 78 Kilometer pro Stunde einstellen. 68 meine ich. Oh, er biegt ab, perfekt. Dann haben wir nur noch den Personenkraftwagen vor uns. Das ist aber echt ein blutroter Himmel da, das ist echt schön, kann man nicht anders sagen, dass die Skybox ist einfach echt gelungen. Ach ja, wieder bergauf und bergab, da kann man sogar echt ganz schwitzen, aber das liegt auch an der Sonne, meine Güte. Gut, dass das jetzt die letzte Folge ist, die ich am Stück gestaffelt aufnehme.
man überhaupt. Ach ja, genau, da war ja was. Ich war gerade kurz am Überlegen, was noch so alles für Projekte gerade laufen, aber mir fiel wieder ein, was ich vergessen habe. Ich weiß, wieder verdrängt habe, so kann man es besser formulieren. Aber auch knapp 3 Stunden. Oh Gott. Dann muss ich dafür für 2 Wochen müsste ich dafür 6 Sachen aufnehmen. Das wäre eine Menge Zeit. 6 Stunden habe ich die, schaffe ich. Nee, passt nicht. Vielleicht habe ich davon noch eine Sache aufgenommen. Mal gucken. Oh, jetzt fahren wir mit 70 rüber. Gut. Das nächste Zerbrechliches. Glaube ich, oder? Nicht so wirklich. Schaukelt das Neon hinten einfach mal ein bisschen noch hin und her. Mal gucken, vielleicht nehme ich eine Folge dafür noch auf. Von Trains in World. Täglich mindestens eine und dann wäre die Vorproduktion auch da, was das betrifft, vollendet, zumindest für die nächsten 3 Wochen. Ich muss noch mal überlegen, ob ich für die reguläre Transportation 2 Folge mich noch vorbereiten muss. Halt in dem Sinne, dass ich das Spiel ein bisschen laufen lasse. Wollte ich mir noch mal die Folge zu Ende, also das Ende der Folge angucken. Das Ende der letzten. Ja, wie viel bekommen wir noch mal dafür? Genau, 12.000. Den Zug haben wir jetzt auch um wenige Sekunden verpasst. Kriegen wir die Ampel noch? Diesmal ja. Wir haben sogar Platz auf der Gegenspur und können dementsprechend eine Kurve eher wie ein PKW nutzen, einen Schalter wie ein LKW, der beladen ist. Ah, die Sonne geht wieder weg. Ach, ist das angenehm. Sonne ist weg. Oh, schön. Das freut die Augen aber. Tempomat an, okay, wobei eigentlich war der Tempomat schon was wieder ein bisschen irre, da waren wir ja nochmal durch Golenjov durch. Ich vergaß. Aber lang ist es nicht mehr hin, bis wir in Stettin sind. Das sind nur noch 80 Kilometer. Oh, Alter.
glaube, ich fahre diesmal einfach auch geradeaus weiter und danach biege ich erst rechts ab. Sieht aber gut aus. Stark in Eisen gegangen. Okay, diese Grünphase bekommen wir perfekt. Wenn wir einen anderen Weg gewählt, weiß ich nicht, ob wir die bekommen in diese Grünphase hier. Ich weiß nicht, diese grüne Ampel. Von einer Ampelanlage zur nächsten, ne? Endlich geht's weiter. Ja, gefallen die Rücklichter von dem da vorne. Die sind sehr schön. Schon fast ein bisschen zu hell. Weg ist er. Mehr oder weniger. Gut, weiter nach Stettin, 50 Kilometer haben wir noch, dann sind wir dort. Auch noch relativ. Kurze Folge, würde ich sagen. Auf alle Fälle vermutlich eine dateigrößenmäßig geringe Folge. Eine niedrige Folge vor der vielen Nachtfahrt, genau wie die andere davor. Da sehen wir schon die Ausläufer, bzw. die Skyline von Stettin. Der Staus ist hier, okay. Interessant. Zu regnen oder hört sich nur so an? Okay, es hört sich nur so an. Also ich meinte jetzt nicht so viel im Game.
E50. Wo fahren wir eigentlich hin? Genau, wir liefern nach ITCC. Einer von den Standard-Firmen, Vanilla-Firmen besser gesagt. Noch rückwärts einparken. Steht fast nichts im Weg. Passt. Dann kassieren wir mal die Kohle. Ausgezeichnet. Neon von Danzig nach Stettin geliefert. Gefahrenstrecke 337 Kilometer. Wird 1,5 Stunden haben wir dafür gebraucht. 177 Liter verbraucht. Wir bekommen dafür 12.192 Euro und 605 Erfahrungspunkte. Dann würde ich sagen, suchen wir uns einen Schlafplatz in Stettin und beenden die heutige Folge. Beziehungsweise diese Fahrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Danke. Gut, stimmt, da war ja was. Einfach einmal rechts raus, dann wieder rechts raus. Weil wir können einfach mal. Die Rundfahrt nehmen und die anderen beiden Sachen mit aufdecken und dann enden wir die Folge. Bei der Werkstatt? Oh, really? Also mit den roten Ampeln habe ich es ja mittlerweile, ne? Gar nicht mitbekommen, was grün geworden ist. Ein Mercedes Center. Und just in case fahren wir auch bei dem bei der Arbeitsagentur vorbei, dass wir halt eine größere Auswahl haben, an der wir uns bedienen können. Wäre ja blöd, wenn wir das nicht tun würden. Thank you.
Und dann legen wir uns jetzt gleich hin. Und genießen die Nachtruhe. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder, wenn wir von Stettin aus uns ja, einen neuen Auftrag aussuchen. Und ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.